Fläche unter Graphen maximieren. Also es geht um Folgendes, ich habe hier einen Funktionsgraphen und ich soll jetzt hier irgendwie ein Rechteck hereinschreiben, was nur gerade so den Graphen berührt und dann sagen, ja, wo ist es am größten, wo ist die Fläche am besten? Hier unten das oder dieses oder vielleicht doch das grün angedeutete? Werden wir sehen. Es gibt hier zwei Varianten und zwar für die höheren Klassen mit Ableitung. Wir nehmen mal jetzt die Scheitelpunktsberechnung. Also ich gehe jetzt nur auf die Scheitelpunktsberechnung ein. Lasst euch nicht von der Ableitung beeinflussen, die steht einfach so da. Aber bevor ich da rangehe, muss ich, und das ist ein Grundprinzip bei allen solchen Aufgaben, wenn es um Optimierung geht oder was auch immer und ich irgendwelche Variablen habe, gucken wir uns mal diese Form hier oben an. A von x und y abhängig, so schreibt man es. Wir schreiben ja, wir kennen es ja, f von x, ne? Aber in diesem Fall geht es ja um die Fläche von diesem Ding, von diesem Rechteck und das wird aber mit x mal y ausgerechnet. Muss also heißen, dass ich nicht nur sage, hier ist die Funktion nur von einer Variablen von x abhängig und hier ist a von x und y noch abhängig. Und das soll ich maximieren? Jetzt kommt die wichtigste Voraussetzung für alle Aufgaben. Wenn ich das mir auch so, Leute, schreibt es euch hin, was man hinschreibt, das sieht man. Wenn ich also schreibe, a ist abhängig von x und y, dann muss ich eine Form daraus machen, dass a bloß noch von einer Variablen abhängig ist. Denn Gleichungen mit zwei Variablen lassen sich sehr, sehr schlecht lösen, das wissen wir. Also schreibe ich, ja, aber wie? Na, schreiben wir uns die Form nochmal hin. A, abhängig von x und y, ist x mal y. Aber was ist denn y? Y ist ja f von x. Dieses y ist f von x. Ach schön, da können wir es ja vielleicht doch so machen, wenn f von x das Wert ist hier, das, dann kann ich doch statt dieses x schreibe ich hier nochmal hin, statt f von x auch das hinschreiben, nämlich diese minus 3 Viertel x plus 3. Und wenn ich so hingeschrieben habe, habe ich eigentlich schon gewonnen. Denn jetzt gucken wir uns mal das Ding an. Jetzt ist bloß noch eine Variable, nämlich die x-Variable drin enthalten. Und wenn ich das ausmultipliziere, ja, dann habe ich es schon geschafft. Jetzt gucken wir uns das mal an. A von x ist ausmultipliziert dieser Term minus 3 Viertel x² plus 3x. Wir wissen aber, das ist Ableitung, das lassen wir mal weg. Wir wissen aber, dass wegen des Minus die Parabel nach unten geöffnet ist. Also hat sie in ihrem Scheitelpunkt das Maximum. Und den Scheitelpunkt, den müssen wir jetzt ermitteln. Naja, dann gucken wir uns das mal an. Das steht dann hier so. A von x ist also diese minus 3 Viertel x² plus 3x, habe ich nochmal hingeschrieben. Ja, und jetzt müssen wir uns was überlegen, damit wir ausklammern können. Denn, vorsichtig, hier hätten wir eine ABC-Formel anzuwenden und da einen Scheitelpunkt zu ermitteln, ist nicht ganz so einfach. Wenn wir aber ausklammern, sodass bloß noch das hier drin steht, wie das Ausklammern, also mit Gewalt funktioniert, denn wenn ich hier 3 Viertel ausklammern möchte, hier aber kein 3 Viertel drin steckt, wie das funktioniert, da guckt nochmal hier oben nach, mit Gewalt ausklammern heißt, glaube ich, das Video, ich mache das aber gleich an die richtige Stelle. Dieses Video hält dann an. Wenn ich diese minus 3 Viertel ausgeklammert habe, habe ich hier x² minus 4 bloß noch drin stehen. Naja, und das ist eine Normalparabel, wie wir sie kennen. Und da lässt sich der Scheitelpunkt so ermitteln, dass ich sage, der Scheitelpunkt liegt bei minus p halbe. Minus p halbe hier zu erkennen ist ein bisschen schwer, aber minus mal minus ist plus. Und die Hälfte von 4 ist 2, also lässt sich das über diese Tour ganz elegant ermitteln. Ist ein bisschen frech, weiß ich. Aber schaut dann einfach nochmal hier oben nach. Hier kommen ja immer solche Hinweise zu entsprechenden Videos. Beziehungsweise schaut einfach dann zum Schluss. Und jetzt kommt, müssten die eigentlich gleich kommen. Schaut in diese Playlists rein und da seht ihr, wie das funktioniert. Das mit der Ableitung, das kann man sich auch mal angucken, aber das müsst ihr in den unteren Klassen noch nicht wissen. Scheitelpunktermittlung, das lässt sich eigentlich ganz gut machen. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden und ihr geht grundsätzlich so ran, dass ihr sagt, was, ich habe zwei Variablen, ich muss aber eine haben. Das ist das ganze, der ganze Trick beim Optimieren, Minimieren, Maximieren, was auch immer für ein Mieren. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Ich weiß, dass es Spaß macht, wenn man es verstanden hat und viele, viele, viele andere wissen es auch. Tschüss.